Anklage, Missbrauch. Die Themenwoche in Dreisat. Das ist die Geschichte meines Missbrauchs. Der 5-jährige Pascal verschwindet spurlos. Die Suche nach der Wahrheit, den Tätern und vor allem nach Pascal. Jetzt in Dreisat. Es ist Sonntag, der 30. September 2001. Der 5-jährige Pascal ist alleine mit seinem Fahrrad unterwegs in Burbach. Hier ist er zu Hause, in diesem Stadtteil von Saarbrücken, der als sozialer Brennpunkt gilt. Augenzeugen werden später aussagen, Pascal auf der Kirmes in Burbach gesehen zu haben. Was dann mit dem kleinen Jungen passiert sein soll, ist ein Verbrechen, das vielleicht zu den spektakulärsten der Kriminalgeschichte gehört. Bizarr, voller Rätsel und unbegreiflich. Der Fall Pascal. Als Pascal nicht nach Hause kommt, ruft seine verzweifelte Mutter bei ihrer Schwester an. Die Tante von Pascal fährt sofort nach Burbach und sucht erst einmal auf der Kirmes nach dem kleinen Jungen. Sie sieht viele ausgelassene, fröhliche Kinder, aber keinen Pascal. Kann ein Kind mitten am Tag unter so vielen Menschen verschwinden, einfach so? Als wäre ein Loch entstanden in Burbach und jeder, der sich ihm nähert, verirrt sich darin. Ja, das ist unbegreifbar. Also für mich ist es auch immer noch nicht greifbar. Man kann es auch, selbst ich war ganz nah an der Geschichte und konnte es doch nicht nachvollziehen. Ja, das war wie ein Sog. Und die Geschichte, die ist so schnell geworden und ich bin da reingestürzt und habe irgendwie versucht, einen Halt zu finden oder auch einen Halt zu geben. Es gibt nur wenige Bilder von Pascal. Einen Tag nach seinem rätselhaften Verschwinden sucht seine Tante ein Foto aus, das ihn gut zeigt, mit dem sie durch Burbach gehen kann, um nach Pascal zu fragen. Irgendjemand muss doch wissen, was mit ihm passiert ist. Pascal, ein kleiner Junge aus Burbach. Seine Mutter verkraftet das unheimliche Verschwinden ihres einzigen Kindes nicht. Sie ist wie gelähmt und ihre jüngere Schwester übernimmt für sie die Suche. Auch der Kontakt zur Polizei läuft über sie. Hundertschaften durchkämmen wenige Tage nach Pascals Verschwinden den Stadtteil Burbach. Taucher und Hundestaffeln sind im Einsatz. Aber die Beamten konnten damals nicht ahnen, dass der Fall Pascal sie noch Jahre beschäftigen wird. Dass einige ihrer Kollegen die Ereignisse nicht verkraften werden. Dass Dinge zum Vorschein kommen würden, die selbst für hartgesottene Polizeibeamte unerträglich sind. Der Fall lässt die Ermittler heute noch nicht los. Sie wollen nicht mehr über ihn reden. Zu viel ist passiert. Pascals Mutter hat das alles damals schon geahnt. Das war ein Tag, zwei später, dass sie dann erzählt hat, dass sie so um 5:30, also als Pascal unterwegs war und sie dachte, er ist draußen mit dem Fahrrad unterwegs, weil er ja vorher auch seinen Helm holen war und das Fahrrad mitgenommen hatte. Und da hatte sie plötzlich so starke Beklemmung, ja, es war ein richtiger Schmerz. Das hat sie also im Nachhinein immer wieder mal erzählt. Und ich denke da wirklich, dass da so eine innere Bindung ist,
die sie hat spüren lassen, da ist jetzt was passiert. Bei ihr war es halt so, bevor halt da ein Wort rausgekommen ist, ist ein Meer von Tränen geflossen. Ist ertrunken in ihren Tränen. Die Eltern von Pascal. Lebt ihr Kind noch? Ist es in Gefahr? Oder schon tot? Furchtbar quälende Fragen. Ab der Pubertät, 12, 13, 14 Jahre, wenn da ein Kind verschwindet, ist die Frage zu stellen, ist das Kind davongelaufen? Runaways heißt das im Englischen. Oder ist das Kind von den Eltern weggeworfen worden? Hänsel- und Gretel-Phänomen, die Throwaways. Bei kleineren Kindern, bei Kindern um 6 Jahre oder gar noch jünger, ist diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass die Kinder laufen nicht von selber weg. Oder die andere Möglichkeit, das Kind ist entführt worden. Warum entführt man Kinder? So viele Motive gibt es nicht. Oder es kann eben ein sexuelles Motiv eine Rolle spielen. Und das sind die Fälle, wo man, wenn das ein paar Tage andauert, in sehr großer Besorgnis sein muss, dass das Kind gar nicht mehr lebt. Tage nach Pascals Verschwinden rechnet die Polizei mit dem Schlimmsten. Hubschrauber mit Wärmebildkameras fliegen über Burbach. Die Hoffnung, den Jungen noch lebend zu finden, schwindet mit jedem Tag. Ein Kind kann nicht einfach so verschwinden. Noch gibt es keinen Fall, Pascal. Aber die Medien beginnen bundesweit zu berichten. Dabei gerät ein Stadtteil, ein Milieu in den Blick, das besonders für Kinder ausweglos sein muss. Menschen ohne Arbeit, Alkohol, Gewalt, Hoffnungslosigkeit. Der Vater von Pascal, vorbestraft, hatte nie eine Chance. Als sein Sohn verschwand, war er gerade bei seiner kleinen Familie auf Besuch von einer Entziehungskur. Und das Frappante an der Geschichte war, dass eigentlich Pascal derjenige war, der ihn dazu gebracht hat, überhaupt einen Entzug zu machen. Pascal hat nämlich irgendwann mal zu ihm gesagt, ich glaube, mein Vater trinkt sich noch tot. Ich glaube, mein Vater stirbt. Dann der Schock. Die Stiefschwestern von Pascal werden verhaftet. Eine 15-jährige Augenzeugin will gesehen haben, wie die Töchter aus erster Ehe von Pascals Vater den Jungen auf der Kirmes getroffen hatten, ihn dann mitnahmen. Und nach quälend langen Verhören gestehen die Schwestern, Pascal am nahegelegenen Ufer der Saar mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Die Leiche hätten sie in den Fluss geworfen. Die Ermittler glauben den Schwestern. Für sie ist längst klar, dass Pascal das Opfer eines Gewaltverbrechens sein muss. Nur die Geständnisse waren falsch. Das konnte so nicht passiert sein. Wie ist es möglich, dass Menschen ein so schweres Verbrechen gestehen und nichts davon stimmt? Es gibt eindrucksvolle Experimente mit Kindern, die man gefragt hat, bist du schon mal von einem Hund gebissen worden? Kinder sagen, nein, das ist mir noch nie passiert. Dann überleg noch mal. Kann doch mal sein. Nein, nein, ist mir nicht passiert. Und das macht man dann eine Woche oder zwei Wochen später noch einmal. Und der Befrager ist immer unzufrieden. Das muss ich doch erinnern. Andere Kinder sagen das auch. Und irgendwann fangen nicht alle, aber etliche Kinder an zu sagen, ja, hast du eigentlich recht. Ich bin immer gebissen worden. Und ich weiß auch noch, was das für ein Hund war. Es war so ein großer, schwarzer. Und wir waren da im Supermarkt. Und das Erstaunliche ist, dass die Kinder bei dieser Aussage bleiben. Und konfrontiert man dann die Eltern mit diesen kindlichen Aussagen. Und die sagen dann zu ihrem Kind, sag mal, wir hatten doch nie einen Hund gehabt. Sagen die Kinder, doch, ich weiß es noch genau. Ein Jahr passiert im Fall Pascal nichts. Aber es beginnt eine Geschichte, die später alles ins Rollen bringen wird. Etwa um die Zeit, als Pascal verschwand, entschließt sich Esther Fehrer, selbst Mutter von 5 teilweise schon erwachsenen Kindern, einen kleinen Jungen aus dem Burbacher Milieu in ihrer Familie als Pflegekind aufzunehmen. Ab in die Kiste.
Die Zeitungen werden dieses Kind Kevin nennen. Sein richtiger Name soll geschützt bleiben. Kevin hat diesen Namen immer gehasst. Er möchte lieber Tobias genannt werden. Hallo. Hallo Fritzi, komm mal her. Esther Fehrer, in einem Kinderheim groß geworden und mit 10 Jahren zu Pflegeeltern gekommen, wollte kein Pflegekind, das sexuell missbraucht worden ist. Doch genau das ist passiert. Tobias war ein Sonnenschein, absolut. So wirkte er im allerersten Moment und von daher passte eigentlich alles ganz gut. Also so haben wir den Anfang erlebt. Er war eigentlich über die Maßen fröhlich. Das hat mich sehr erstaunt. Und er hat von Anfang an auch so, das hat er eigentlich immer wieder gehabt, auch so eine poetische Ader, Dinge zu sehen. Wenn er kleine Bienen beschrieben hat oder Blumen oder Farben. Das war sehr schön. Und es hat aber nicht lang angehalten. Zu entdecken, dass ein Kind missbraucht worden ist, zu versuchen, diesem Kind zu helfen, von seinen furchtbaren Erlebnissen erzählen zu können, alles zu tun, damit die Täter bestraft werden, die Öffentlichkeit, der ständige Kampf. Esther Fehrer hatte sich das Leben anders vorgestellt, als sie beschlossen hatte, einem Jungen aus Burbach eine Chance zu geben. Ich bin ja vom Beruf Kinderkrankenschwester. Ich habe auch im Heimbereich gearbeitet. Ich habe also sehr viel, ich sag mal, Konfliktsituationen und Stresssituationen erlebt. Aber ich habe noch nie, selbst wirklich bei Kindern, denen es ganz, ganz schlecht geht, sowas wie Todesangst in dem Ausmaß erlebt, wie ich es bei Tobias gesehen habe und erleben musste. Ja, es war sehr viel Schmerz. Es war eigentlich Schmerz ohne Ende. Ja. Als Tobias zu seiner Pflegemutter kam, war er in seiner Entwicklung zurück. Ein Kind ohne Halt. Es war ein schwerer Weg, diesem Kind die Chance auf ein eigenes Leben zu geben. Um das alles durchzustehen, hat Esther Fehrer den Triathlon entdeckt. Und manchmal ist sie auch hier ihrem Pflegekind ganz nah. Beim Schwimmen. Um das Schwimmen zu lernen, um zu lernen, sich im Wasser kraftvoll zu bewegen, nach vorne zu kommen und dabei den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, das ist schon eine große Herausforderung. Und da habe ich schon öfter den Gedanken und das Gefühl auch damit gehabt, wenn er in Szenen einfach nicht mehr atmen konnte, keine Luft mehr gekriegt hat, so habe ich mich dann auch gefühlt, wenn ich mich ganz wahnsinnig angestrengt habe, um diese Strecke einfach zu bewältigen. Wenn er versucht hat, seinen Schmerz zu beschreiben, dann in dem Moment ist die Verkrampfung ist so groß, dass einfach kein Durchatmen mehr funktioniert. Das heißt, die Luft, die kommt nicht mehr nach unten in die Bronchien. Er fängt dann an zu hyperventilieren und das ging also so weit. Es gab auch Szenen, wo er selbst wirklich die Hand am Hals, an der Kehle hatte und ich ihm sie weggenommen habe. Und er wirklich so richtig schlimm in der Szene drin war und diese Entspannung einfach dann noch mal reinzukriegen, das war äußerst schwierig. Also er hat wirklich richtige Todesangst gehabt und das war unbeschreiblich schwer, um ihn dann in die Gegenwart wieder zu kriegen. Also in das Hier und Jetzt, hier ist die Gefahr nicht da, einfach den Unterschied klar zu kriegen. Das ist eine Szene von damals, aber jetzt ist hier die Gegenwart, hier ist jetzt keine Gefahr. Aber wann ist ein missbrauchtes Kind jemals in Sicherheit? Die Ermittlungen gegen die Männer, die Tobias missbraucht haben sollen, führen schnell in die Tosa-Klause. Eine winzige, schäbige Kneipe in Burbach. Auch die leibliche Mutter von Tobias verkehrt hier. Die Tosa-Klause, heute ein Lagerraum. Hier soll der 5-jährige Tobias den Gästen zum Sex angeboten worden sein.
Als er endlich eine Pflegemutter fand, musste, das ist der Verdacht der Polizei, ein anderes Kind ihn ersetzen. Pascal. Ist Pascal hier vielleicht ermordet worden? Liegt in der Tosa-Klause der Schlüssel zum Fall Pascal? Der Name Tosa-Klause war so plötzlich Realität, dass ich das gar nicht einsortieren konnte. Also ich weiß das auch noch ganz genau. Ich habe samstags abends da die Treppe geputzt und dann kam ein Anruf, wie so oft, von der Kripo. Ja, sie kommen noch vorbei, sie hätten neue Erkenntnisse. Gut, das hört sich zwar komisch an, aber irgendwie gewöhnt man sich auch an so eine Situation. Das ist so, als wenn ständig eine Spinne in der Ecke sitzt. Man weiß, sie ist da, man kann nichts dagegen machen. Sie sitzt einfach nur da, man kann sie nicht wegmachen. Und man lebt mit dieser Spinne. In dieser kleinen Kammer soll Pascal von 5 Männern vergewaltigt worden sein, bis er tot war. Die Beschreibungen seines Todes sind so grauenhaft, dass Ermittler Vernehmungen abbrechen müssen, weil sie es nicht mehr aushalten. Sie sind mit Verdächtigen konfrontiert, für die ein Kind nicht den geringsten Wert zu haben scheint. Sex mit einem Kind, ein paar Striche auf dem Bierdeckel. Ist die Tosa-Klause womöglich das Zentrum einer Kinderschänderbande? Dreizehn Gäste der heruntergekommenen Kneipe werden verhaftet. 3 Frauen und 10 Männer. Wer sind diese Menschen? Sind es Monster? Es sind Menschen am untersten Rand der Gesellschaft, die in der Tosa-Klause einen Ort gefunden haben, an dem sie unter sich sein konnten. Wo niemand sie verachtet, weil sie keinen Beruf haben. Wo es egal ist, dass der Alkohol sie zerstört oder ihre geringe Intelligenz sie vollkommen abhängig macht von einem Menschen, Christa W. Hochintelligent, Chefin an Jugendgerichten, Polizeiinformantin. Die Spinne im Netz, so wird sie der Staatsanwalt nennen. Christa W. ist die Wirtin der Tosa-Klause. Es ist ein Ort des Schreckens zunächst einmal. Und der soll nun, dem traut man auch zu, dass hier etwas ganz, ganz Schreckliches passiert ist. Und wo ist da das Tröstliche an diesem Ort? Wo ist da der positive Kern? Das unschuldige Kind vielleicht. Und das wird aber auch wieder Opfer. Und insofern ist das ja fast etwas Märchenhaftes. Da kommt ein unschuldiges Kind in eine Umgebung von Gewalt und Zerstörung und verschwindet dann. Es löst sich scheinbar in nichts auf und ist auch nicht mehr da. Als in der Öffentlichkeit durchgesickert war, was in dieser furchtbaren Kneipe passiert sein soll, machte sich ein kleines Kind aus Burbach auf den Weg zur Tosa-Klause. Es hatte ein Bild gemalt, das es an diesen Ort des Schreckens legen wollte. In seiner Kinderschrift hat es auf das Bild geschrieben: Lieber Pascal, ich denke jeden Tag an dich. Ich bin selbst noch klein. Ja, er kannte den Pascal und er hat auch sehr darum getrauert. Er fing dann auch furchtbar an zu trauern darüber. Und es gab ja auch, nach dem Geständnis war ja alles in den Medien ganz groß und also ich konnte ihn gar nicht schützen davor. Und er hat sogar ein Foto von Pascal dann an sein Bett gehängt und für Pascal gebetet. Und ja, ihm gewünscht, dass er im Himmel in Ruhe schlafen darf. Und es gab leider auch Momente, wo er dann auch gesagt hat, dass auch er gerne im Himmel in Ruhe schlafen würde. Was aber genau ist in der Tosa-Klause geschehen? Wie ist Pascal gestorben? Um das zweifelsfrei herauszufinden, greift die Polizei zu einem ungewöhnlichen Mittel. In einer Halle baut sie den Tatort detailgetreu nach. Die Täter sollen hier Punkt für Punkt schildern, was an jenem Kirmessonntag passiert ist. Kameras halten das Geschehen in den Kulissen der Tosa-Klause fest.
Esther Fehrer gehört zu den wenigen, die dieses Polizeivideo in der späteren Gerichtsverhandlung gesehen haben. Es ist ein Dokument, das nicht nur Geständnisse zeigt, sondern auch, wie die Polizei alles versucht, den Mord an Pascal aufzuklären. Es ist sehr, sehr schwer und offenbar auch für die Personen, die dann professionell, beruflich als Ermittler damit zu tun haben oder später als Staatsanwälte, als Richter, es ist sehr schwer, hier jene Relation zwischen der Nähe zu dem Geschehen, aber auch der professionellen Distanz und der Neutralität, die bei der Wahrheitsfindung erforderlich ist, zu finden. Weil man eben so aufgewühlt ist, so ratlos ist, so verzweifelt ist und gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Die sind nicht wie ich, die gehören auch nicht zu der menschlichen Gesellschaft, die sind anders. Das sind Monster, das sind Sexbestien, das sind quasi Tiere, sexuelle Raubtiere. Und sofern man dieses Etikett drüber stülpen kann, kann man sich natürlich wieder zurücklehnen, immer noch Mitleid mit dem Opfer haben, aber sich nicht weiter mit der Frage befassen, gibt es Ursachen, die etwas mit mir, mit unserer allgemeinen Eigeneinstellung zu Sexualität, zum Umgang mit Personen zu tun haben. All diese Fragen brauchen dann gar nicht mehr gestellt werden, weil es sind ja Monster, es sind ja andere Wesen und man hat das Ganze abgespaltet. Wird das Polizeivideo Licht in den Fall bringen? Für Esther Fehrer war es nicht einfach, im Gericht mit anzusehen, wie die leibliche Mutter ihres Pflegekindes in diesem Video die Tat schildert. Wie auf einer Bühne arrangiert Andrea M. zunächst die Szene in der nachgebauten Tosa-Klause, wo die Musikbox gestanden hat, wo der Zigarettenautomat hing, welcher der Angeklagten sich wo aufgehalten hat. Christa, stand dort. Du. Andrea M. weiß, was man von ihr erwartet. Ihre Anweisungen und Schilderungen sind klar und präzise. Das eigentlich ist schon erstaunlich, wird sie doch später im Prozess als geistig eingeschränkt beschrieben. Sie weiß auch noch genau, wo Pascal gesessen hat, um etwas zu trinken. Andrea M., fünffache Mutter, Väter meistens unbekannt, Tochter einer Prostituierten, die erleben musste, wie ihre Mutter ermordet wurde. Diese Frau hatte in ihrem Leben nie einen Halt. Erst in der Tosa-Klause und bei Christa W. fand sie eine Zuflucht. Jetzt schildert sie, was in dieser Tosa-Klause am 30. September 2001 geschehen ist. Das wirkte auf mich schon sehr, in welcher Selbstverständlichkeit sie die einzelnen Schritte, wie sie die beschrieben hat, auch so ihre geringe Emotionalität, wie sie einfach das so und so gemacht hat, das fand ich schon, ja, das hat mich natürlich schon erschreckt, aber auf der einen Seite aber auch nicht so sehr erstaunt, weil ich habe sie ja persönlich auch kennengelernt in Gesprächen und von daher. Aus dem Verhörprotokoll. Kommissar, bis zu welchem Zeitpunkt haben Sie ihn festgehalten? Andrea M., ich habe ihn kurzzeitig losgelassen noch. Da hat er sich noch gewehrt und da habe ich ihn noch mal festgehalten. Kommissar, wie geht das jetzt weiter? Da war der Martin fertig. Was macht der Martin dann? Geht runter. Ich lasse den Pascal auch los. Fast zeitgleich? Ja. Steh dann auf und dann merke ich, dass er nicht mehr atmet. Wie haben Sie das denn gemerkt? Man sieht, wenn jemand atmet. Erklären Sie mir mal bitte, wenn man das sieht. Also das geht hoch und runter. Das war nicht mehr. Da bin ich erschrocken. Andrea M. beschreibt weiter, wie sie die Leiche in einen blauen Müllsack gesteckt hat. Noch am selben Abend sollen Christa W. gemeinsam mit einem weiteren Angeklagten und Andrea M. im Auto der Tosa-Wirtin den Müllsack zu einer nahegelegenen französischen Kiesgrube gebracht haben.
Dort habe der Angeklagte Dieter S. ein Loch gegraben, die Leiche hineingelegt und das Loch wieder zugeschüttet. Ist das der Durchbruch? Wird mit dem Geständnis der Andrea M. jetzt endlich auch die Leiche von Pascal gefunden, 2 Jahre nach seinem rätselhaften Verschwinden? Wieder gibt es ein großes Polizeiaufgebot im Fall Pascal. Leichenspürhunde, französische Polizisten, deutsche Polizisten. Das Medienecho ist enorm. Eine Spur, die nach Frankreich führt. Was alles noch wird der Fall Pascal ans Licht bringen? Aber nichts wird in dem weitläufigen Gelände der Kiesgrube gefunden. Nicht die geringste Spur von Pascal. Ja, auf der einen Seite hatte man das Gefühl, aha, jetzt geht's ein Stück weiter, jetzt werden wir einen Pascal finden, egal wie. Dann hat man aber wenigstens mal eine Antwort. Weil sonst war es ja immer so, er ist verschwunden, man lebt damit, man fragt sich ständig, was ist passiert, wo ist er, lebt er noch? Bekommt keine Antwort darauf und dann hat man die Antwort und kann nichts damit anfangen. Gar nichts. Wenige Jahre vor Pascal ist schon einmal ein Kind aus Burbach verschwunden. Seine Leiche wurde in der Nähe der französischen Kiesgrube gefunden. Es gab einen Tipp, dass dieses Kind an einen französischen Pädophilenring verkauft worden sei. Der Hinweis kam von der Wirtin der Tosa Klause, Christa W. Steckt hinter dem Fall Pascal vielleicht sogar ein internationaler Pornoring? Bei Tötungsverbrechen, bei Kindesmissbrauch ist das eher Legende, die Annahme, dass es da so große Ringe gibt. Das war ja auch bei den Wormser oder Mainzer Prozessen so eine Unterstellung, dass das hier Kinderpornoringe größeren Umfanges gab. Und immer mehr Personen wurden damit hineingezogen. Und am Ende ließ sich überhaupt nichts beweisen. Es gibt diese warnenden Beispiele, in denen der bloße Vorwurf Kindesmissbrauch zu Ermittlungen geführt hat, in denen alles falsch gelaufen ist. Das wissen auch die Polizisten im Fall Pascal. Einer der Verdächtigen, Peter S., gibt zu, am Kirmessonntag Pascal vormittags in der Tosa Klause missbraucht zu haben. Anschließend ging er auf die Kirmes. Mit dem späteren Mord wird er nicht in Verbindung gebracht. Deshalb wird sein Verfahren abgetrennt. Obwohl seine Aussagen verworren und voller Erinnerungslücken sind, obwohl zweifelhaft ist, ob Pascal vormittags überhaupt in der Tosa-Klause war, wird mit dem geistig eingeschränkten Peter S. kurzer Prozess gemacht. Schuldig. Nach 2 Verhandlungstagen. Ich fand auch das Urteil und das ganze Verfahren bei dem ersten ausgelagerten Prozess, das war für mich eine Farce. Das Puppentheater. Beim eigentlichen Pascal-Prozess wollen Staatsanwaltschaft und Gericht alles richtig machen. Mit vielen Angeklagten, gut dokumentierten Geständnissen. Allein die Ermittlungsakten umfassen 60.000 Seiten. Der Fall scheint klar. So klar, dass für den 60-jährigen Vorsitzenden Richter auch kein Ersatzrichter vorgesehen ist. "29 Verhandlungstage werden angesetzt. Am Ende wird der Prozess 3 Jahre dauern. Auch für die Öffentlichkeit stand damals fest, dass alle Angeklagten schuldig sind. Die Stimmung war so aufgeheizt, dass 50 Polizeibeamte den Gerichtssaal schützten, weil man Übergriffe aus dem Publikum befürchtete. Das Medienecho war enorm. Für die Eltern von Pascal eine schreckliche Zeit. Ganz besonders, weil auch gegen den Vater kurzzeitig ermittelt wurde. Der Pascal-Prozess hat nicht nur lange gedauert, er war auch einer der aufwendigsten in der deutschen Rechtsgeschichte. Hier vorne saßen Angeklagte jeweils mit ihrem Verteidiger links und rechts.
Da es insgesamt 13 Angeklagte waren, saß hier alles voll mit Angeklagten und jeweils einem Verteidiger. Und bis ganz zum Schluss die letzte Bank, da saß dann die Verteidigung in der Opferseite und ich saß da mittendrin und noch die Anwälte auch von Pascal und von den Schwestern von Pascal. Am zweiten Verhandlungstag sagt die geistig eingeschränkte Erika K. aus. Sie bestätigt den Tathergang, aber schon die geringsten Nachfragen kann sie nicht beantworten. Sie ist völlig überfordert. Auch Andrea M. wiederholt ihr Geständnis aus der nachgebauten Tosa-Klause. Es gibt Übereinstimmungen mit den Aussagen der Mitangeklagten, aber auch große Widersprüche. War eine Rekonstruktion mit diesem Aufwand überhaupt der richtige Rahmen für eine Vernehmung? Spielt Andrea M. hier vielleicht nur eine Rolle, weil sie glaubt, dass man das so von ihr erwartet? Ist ihr Geständnis am Ende nur Theater in den Kulissen der Polizei? Das mit den Geständnissen ist eben so eine Sache. Ich meine, die Juristen bei Staatsanwaltschaft und Gericht sind ja keine Laien in dem Sinne. Das heißt, denen muss man eigentlich nicht das sagen, was man jedem Laien sagen muss, dass ein Geständnis alleine natürlich noch kein Beweis ist. Wir haben im Gegenteil als Kriminologen die Erkenntnis, dass das Geständnis oft der schwächste Teil einer Beweiskette ist. Sehr viel besser sind natürlich Sachbeweise, Spuren, Faserspuren, DNA-Spuren. Aber solche Beweise gibt es nicht. Keine DNA-Spuren in der Tosa-Klause und auch keine Fotos, die Christa W. gemacht haben soll. Es bleiben nur die Aussagen der Angeklagten. Menschen, die Mühe hatten, sich überhaupt zu erinnern. Ihre Aussagen sind nicht viel wert. So richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf Christa W., die Wirtin der Tosa-Klause. Am Anfang wurde sie ja reingeführt. Das heißt, sie wurde von den Beamten fast bis zu ihrem Platz gebracht. Dann ist sie dahin gehumpelt bis an ihren Stuhl, hat sich hingesetzt und hat die Dinge so auf sich zukommen lassen. So wirkte sie. Sie hat sich also nicht klein gehalten, ganz im Gegenteil. Sie hat da schon recht selbstbewusst gesessen. Also man würde nicht meinen, dass sie jetzt da irgendwie für sich das Gefühl trägt, ich habe irgendwas Schlimmes verbrochen auf dieser Welt. Also ich habe keinerlei Schuldgefühle an ihr wahrgenommen. Die Wirtin der Tosa-Klause schweigt vor Gericht. Das Leben hat die von Geburt gehbehinderte Frau mit dieser überragenden Intelligenz hart gemacht. Ist ihr zuzutrauen, an einem Kirmessonntag, nur wenige Schritte vom Festplatz entfernt, den Missbrauch an einem Kind zu organisieren? Ich habe mir immer vorgestellt, ich könnte irgendwie telepathisch ihr nahe bringen, dass sie uns sagt, was passiert ist. Dass Menschen bereit sind, dass sie bereit ist und alle, die beteiligt waren, hier Rückgrat zu zeigen und zu sagen, okay, da ist was Schlimmes passiert, aber wir stehen da heute dazu. Dann hätten wir auch eine Antwort. Was ist in der Tosa-Klause wirklich passiert? 3 Jahre wird das Gericht nach einer Antwort suchen. 3-mal Faschingsumzüge und Kirmes in Burbach. Ein Kind kann nicht einfach so verschwinden. Es muss eine Antwort geben. Aber der Prozess zieht sich hin. Immer mehr fällt das Gebäude der Anklage in sich zusammen. Es gibt keine Beweise. Fast 2 Jahre nach Prozessbeginn werden die Angeklagten aus der Haft entlassen. Trotzdem geht das Verfahren weiter. Andrea M. widerruft jetzt ihr Geständnis und auch Christa W. bricht endlich ihr Schweigen und weist alle Vorwürfe von sich. Wird sich das Schicksal von Pascal, dem kleinen Jungen aus Burbach, jemals aufklären lassen?
Freilassung der Angeklagten hat die Mutter von Pascal nicht mehr erlebt. Sie hatte nie das Meer gesehen. Ihre Schwester nahm sie deshalb mit auf einen Urlaub in der Türkei. Kurze Zeit danach ist sie gestorben. 2,5 Wochen später auch der Vater von Pascal. Heute liegen beide zusammen auf einem Friedhof in Saarbrücken. Der letzte Akt im Pascal-Prozess. Weil alle Geständnisse widerrufen wurden und auch keine handfesten Beweise gefunden werden konnten, ruht der ganze Prozess nur noch auf den Aussagen von Tobias. Seine Pflegemutter hatte jede Geschichte, in der das Kind sich wieder an einen Missbrauch erinnern konnte, protokolliert oder von Polizisten mit Video aufzeichnen lassen. Außerdem gab es eine Kiste, in die Tobias seine Bilder oder Notizen stecken konnte, wenn seine Pflegemutter einmal keine Zeit für ihn hatte. Und nochmal. Die Zettel, die Dinge, die er aufgeschrieben hat, für sich ganz alleine. Oh, dann erschrecke ich schon. Wie beweiskräftig sind in einem Mordprozess die Aussagen eines Kindes, das mit 5 Jahren missbraucht wurde? Diese Frage beherrscht das Ende im Pascal-Verfahren. Gutachter bestätigen die Missbrauchsvorwürfe von Tobias. Andere weisen auf die Möglichkeit von Suggestion hin, weil Tobias, wie alle Kinder, manchmal Realität und Fantasie verwechselt, werden die Verteidiger schließlich alles in Zweifel ziehen. Hier ist man dann sehr darüber hergefallen, dass es ja nicht sein kann, dass ich die Kiste noch nicht erwähnt habe und das wäre ein Beweismaterial und wollten dann diese Kiste als Beweismaterial, dass ich die mitbringe. Das gab also wilde Diskussionen hier in dem Saal, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und man hat mir auch nicht abgenommen, dass ich da monatelang auch, dass mich das gar nicht interessiert hat, was in der Kiste lag. Dass ich das auch nicht so bewertet habe. Das war so ganz schwierig. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich alle Blätter aus der Kiste raushole und sie mitbringe und dem Gericht hier vorlege. Im Fall Pascal wurde so viel spekuliert und wieder in Zweifel gezogen, dass am Ende niemand mehr damit rechnet, dass der Prozess das Schicksal des verschwundenen Jungen aufklären kann. Am 7. September 2007, nach 148 Verhandlungstagen, wird das Urteil gesprochen. 6 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden von Pascal. Das Urteil ist keine Überraschung. Freispruch. Die Begründung schon, weil es weder Beweise für die Schuld noch für die Unschuld der Angeklagten gibt. Der Fall Pascal hat aus meiner Sicht eine sehr große Bedeutung, aber keine, die einen zufriedenstellen könnte. Der hat Rechtsgeschichte geschrieben aus mehreren Gründen, weil er sehr lange gedauert hat, weil er eine große Zahl von Anklagen und Angeklagten hatte, weil ein Kind verschwunden ist und bis zum heutigen Tage nichts, aber auch gar nichts von dem verschwundenen Kind wieder aufgetaucht ist. Kein Fetzen, keine Spur, keine Knochenreste, gar nichts. Und man am Ende eines sehr, sehr langen und mühsamen Prozesses nur Freisprüche hatte, die nicht wirklich befriedigen können in der Sache, weil ganz offensichtlich hier ein schweres Verbrechen oder mehrere schwere Verbrechen begangen wurden zum Nachteil eines Kindes, dieser Sachverhalt aber bis zum heutigen Tage nicht aufgeklärt werden konnte. Wenn es keinen Beweis für die Schuld eines Menschen gibt, dann muss man ihn freisprechen. Aber zu urteilen, Schuld oder Unschuld seien gleich wahrscheinlich, ist ein ratloser Richterspruch. Die Angeklagten werden mit diesem Urteil für immer leben müssen, wie auch Sigrid Hübner und Esther Fehrer. Die Richter, ich glaube, die haben sich teilweise geschämt, mit Sicherheit auch zu Recht teilweise. Die Öffentlichkeit, die hat das dann so hingenommen. Das war halt so. Ich meine, das war ja wie so eine riesengroße Ohnmacht. Das war Ohnmacht pur. Ich sag mal so, also ich habe schon immer die Hoffnung gehabt und ich wollte es gern glauben, dass er für uns so ausgeht, dass Pascal Gerechtigkeit widerfahren wird. Aber letzten Endes habe ich es nicht geglaubt. Mit den Freisprüchen im Pascal-Prozess werden auch die Missbrauchsvorwürfe von Tobias zu den Akten gelegt.
Tobias hatte erzählt, dass ihn ein Mann in einer Wohnung missbraucht hat, ein Franzose. Dieser Mann war jahrelang untergetaucht. Jetzt ist er im grenznahen Saargemünd wieder gesehen worden. Die französische Justiz hat die Ermittlungen aufgenommen. Tobias, mittlerweile 15 Jahre alt, will unbedingt selbst vor dem französischen Untersuchungsrichter aussagen. Er hat diesen Mann auf Fotos wiedererkannt und jetzt will er, dass wenigstens einer seiner Peiniger zur Rechenschaft gezogen wird. Er wird das alleine durchstehen. Er braucht die Vermittlung seiner Pflegemutter nicht mehr. Ob die französischen Richter ihm glauben werden? Es scheint so. Da findet man den Verdächtigen tot in seiner Wohnung, Herzversagen. Und wieder führt eine Spur ins Nichts. Das ist schon unheimlich, wie viele Menschen in diesem Verfahren auch gestorben sind. Von der Mutter von Pascal, der Vater, ein Angeklagter und jetzt auch dieser Täter. Das ist schon wirklich sehr unheimlich, das Ganze. Martin R., angeblich der letzte Vergewaltiger von Pascal, wollte nach dem Freispruch ein neues Leben beginnen. Aber sein Altes holte ihn schnell wieder ein. Nach einem Streit in einer Kneipe ersticht er in einem Wutanfall seinen Nachbarn, der nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Martin R. sitzt jetzt in Haft in der JVA Saarbrücken. In einer Zelle, die kaum größer ist als jene Abstellkammer in der Tosa-Klause. Denkt er an Pascal? Oder hat auch er nicht die geringste Ahnung, was mit diesem Kind aus Burbach passiert ist? Vielleicht war Pascal nie in der Tosa-Klause. Wir würden ja alle gerne wissen, was da los ist oder los gewesen ist. Wir würden eigentlich alle gerne wissen, was ist denn mit diesem armen Pascal geschehen. Vielleicht gibt es ihn ja sogar noch. Obwohl die Hoffnung daran, also miniaturhaft klein sein muss. Aber ausschließen kann es niemand, solange man die Leiche nicht findet, ist diese Möglichkeit nicht völlig unmöglich. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn so etwas passieren würde. Wenn jetzt plötzlich nach Jahren jemand auftaucht und sagt, ich bin der und kann es auch noch beweisen. Ich denke nicht, dass das passieren wird, aber das macht so eine Geschichte eben dann auch langfristig spannend.